Musik habe ich als Jugendliche schon gemacht. Mein Vater ist Grundschullehrer und er hat Keyboard gekauft, um die Schüler mitzubegleiten im Unterricht. Und die Kinder mussten dann Orgelspiele lernen. Und schon war man verhaftet. Dann habe ich jahrelang nichts gemacht. Und vor 5 Jahren habe ich dienstags abends meine Freundin angerufen. Und die war nicht daheim, die war nämlich in der Chorprobe. Und dann habe ich mir gedacht, gehe ich nächste Woche mal mit. Und seitdem bin ich dabei. Also ich kann abschalten beim Musikmachen. Ich kann mich richtig entspannen und es macht Spaß. Und ich ertappe mich ganz oft zu Hause, dass ich eigentlich nichts machen kann, ohne dass Musik läuft. Ich habe den Udo Wedde Chor kennengelernt. Er kam irgendwann von einem anderen Chor, ich weiß gar nicht mehr genau von welchem, zu uns, ist zu uns gewechselt, in den Tenor. Ich bin mit der Gitarre gekommen und habe sie gefragt und gesagt, ja, sie würde auch gerne so Gitarre lernen, so von dem Sohn eine Gitarre gehabt, der hat dann auch gerade Unterricht genommen. Und da haben wir hier das gefunden und jetzt hat sie mich weit überflügelt. Also sie macht jetzt zum Kurs und alles, also da komme ich schon gar nicht mehr mit. Es kam halt, dass der Udo und ich mit 2 Gitarren ohne saßen und haben ein bisschen Musik gemacht. Und nach kamen immer mehr Leute aus dem Chor, die gesagt haben, ich habe noch eine Gitarre im Keller und darf ich mitspielen. Und jetzt sind wir zwischen 6 und 10 Leute. Und wenn jemand kommen will, ohne dass er Gitarre spielen kann, dann singen sie mit oder trommeln. Wir haben sie immer vor der 7 Stunden quasi oder geprobt, haben uns gehört. Und das hat sie irgendwo angelockt, wie die Mücke ins Licht sind sie gekommen. Wenn wir gute Laune sind, machen wir Musik auf den Stroß. Wir hocken uns auf der Parkbank hier und machen Musik auf den Stroß. Viele Leute gehen vorbei, was sie denken, ist uns einerlei. Wir machen Musik, wir machen Musik auf den Stroß. Wir stellen uns auf, machen unser Einsingen. So, wir schütteln mal den Tagesstress, den eventuellen Arbeitsstress einfach ab. Schön strecken auf die Zehenspitzen drauf und mal allen Kummer rausseufzen. Ah. Wir haben 80 Leute, zumindest auf dem Papier. Meistens sind wir, würde ich mal sagen, bei Auftritten um die 60. Wir singen als Chor in der Gruppe. Wir haben 4 Stimmen, Sopran, Alt, Tenor und Bass. Dass jetzt jemand solistisch singt oder so, kommt sehr selten vor, hat man allerdings auch schon. Auswahl in erster Linie ist Sache von unserem Chorleiter. Der legt sich dann fest auf das Repertoire. Und ich finde, er hat eigentlich eine ziemlich gute Hand, die Lieder so auszuwählen, dass sie eigentlich für jeden passen. Ohne Chorleiter kein Chor. Er ist Dreh- und Angelpunkt. Also er leitet den Chor, er stellt die Disziplin vom Chor her. Er muss irgendwo so einen goldenen Grat finden zwischen Disziplin, aber immer noch Spaß am Singen haben. Und das macht unseren Chorleiter eigentlich wirklich vorbildlich. Ich habe das Gefühl, dass man sich, wenn andere drumherum mitsingen, auch mehr traut. Und dass mancher mehr aus sich rausgeht, wenn er im Chor singen kann, wie wenn er jetzt solistisch irgendwo singen soll. Dann hört es nämlich bei ganz vielen auf und dann kommt gar nichts mehr raus, obwohl sie es eigentlich können. Wir singen normalerweise viel Sache auswendig. Dann hat man natürlich Angst, dass man den Text vergessen, so einen Texthänger hat. Es kommt dann in die erste Reihe immer ziemlich doof. Aber gerade am Sonntag singen wir mit Mappe und dann geht das. Also auf jeden Fall mache ich weiter Musik. Ich werde hier weiter im Chor singen und ich werde weiter mit dem harten Kern ein bisschen Gitarrenmusik machen. Und mal sehen, wohin sich das so entwickelt.
ich hoffe, dass es so bleibt, dass er entspannt bleibt, dass man eben hier nach wie vor den Spaß hat und dass dieser Ausgleich zum betrieblichen Alltag und so weiter, dass der nach wie vor gegeben ist und dass es nicht ja, zum Stress ausartet. Also bisher habe ich nur positive Stimme gehört. Ich glaube, es war ganz gut. Wenn man merkt, dass dann der Funke irgendwann überspringt und die Leute mitklatschen und mitwippen, und dann macht es Spaß. BASF. We create chemistry.